Ja, die beliebteste Mannschaftssportart der Welt ist ja immer noch Fußball. An diesem Wochenende aber ruht der Spielbetrieb von der ersten bis zur dritten Liga wegen der WM-Qualifikation. Aber im Thüringen-Pokal wird gespielt, Christian. Genau, die zweite Runde steht auf dem Programm, in der auch die höherklassigen Mannschaften ins Geschehen eingreifen, also Rot-Weiß Erfurt und unsere drei Regionalliga-Vereine. Die Erfurter, die mussten bei Landesklassevertreter Bad Blankenburg antreten. Thüringen-Pokal-Titelverteidiger Carl Zeiss Jena war zu Gast beim BSV Eintracht Sondershausen und erlebte dort auf dem Sportplatz am Göldner heute sein ganz persönliches Waterloo. Denn Jena ist raus. Siebtligist Eintracht Sondershausen besiegt nämlich den Viertligisten Carl Zeiss Jena mit 1:0 und schafft damit die größte Sensation der jüngeren Vereinsgeschichte. Dafür verantwortlich ist ein gewisser Erik Nowak, der in der 34. Spielminute nicht lange fackelt und Jenas Torhüter Piles keine Abwehrchance lässt. Es ist der goldene Schuss des Tages. Denn der Regionalligist aus Jena ist heute nicht in der Lage, trotz bester Möglichkeiten das Sondershäuser Tor zu treffen. Dreimal stehen Latte und Pfosten oder die eigene Unfähigkeit im Weg. In der Schlussphase hat Carl Zeiss sogar Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfällt. Eine Blamage auf ganzer Linie. Und Eintracht Sondershausen steht verdient im Achtelfinale.